So, willkommen zurück zur Vervollständigung des REST-Interfaces. Wir bauen jetzt sozusagen die fehlenden Request-Typen noch ein. Ich habe jetzt schon mal ein bisschen vorgearbeitet und den Request für Projects nochmal ausimplementiert. Das heißt, auch der gibt jetzt eine Response-Entity zurück mit einer Projektliste und er lädt die Projektliste aus dem CRUD-Repository mit Find All raus. Da kommt interessanterweise keine Liste von Projekten raus, sondern ein Iterable, also etwas, wo ich sozusagen eine Liste dann schlussendlich mit durchlaufen kann. Das ist ganz geschickt gemacht. So eine Liste sollte nicht zurückkommen, weil Projekt Repo könnte ja 10 Millionen Projekte gespeichert haben. Das wussten ja die Autoren von dem CRUD-Repository nicht. Also musste man diesen Fall vorsehen. Und dieses Iterable könnte zum Beispiel seitenweise nachladen, dass er denn, wenn sie den lositerieren lassen, dann legt er vielleicht erst die ersten 20 Treffer, den nächsten 20 Treffer und so weiter. Also dieses Iterable hat so ein bisschen Ähnlichkeit mit dem Datenbank-Cursor. Also es ist eine vernünftige Lösung. Ich mache die jetzt hier sozusagen wieder kaputt, dadurch, dass ich das in eine Ergebnisliste kopiere und die in Response Entity mit einem 200er verpacke. Also dass der Statuscode 200 ist und ich entweder eine leere Liste oder eine Liste mit ein paar Einträgen kriege. So, also und dann haben wir einen Get-Request und einen Post-Request. Und was wir jetzt noch brauchen, ist jetzt, wir wollen jetzt noch Projekte ändern können und wir wollen sie löschen können. Löschen geht einfacher, deswegen fange ich damit mal an. Das heißt, ich will einen Delete-Request, Delete-Request-Mapping. Da muss ich jetzt wieder die komplette URL eingeben, Projects, und ich brauche natürlich die ID des zu löschenden des zu löschenden Projektes, ID. Und ich kann jetzt, mache jetzt mal eine ganz einfache Lösung, indem ich jetzt einfach nur die ID übergebe. Man könnte später überlegen, ob man das noch komplexer macht, gerade wenn wir in Richtung Optimistic Locking gehen. Aber jetzt machen wir die einfachste mögliche Lösung. Public Response Entity Delete Project. Jetzt brauchen wir natürlich wieder so eine Path Variable. Das heißt, dass wir hier eine Long ID haben, damit ich das Projekt in der Datenbank finden kann. Und dann mache ich hier eine Path Variable davor. Path Variable bietet ihr mir hier schon an. Und um sicher zu gehen, sage ich dem hier auch den Namen der Path Variable. Also jetzt haben wir wieder dieses ID auf den Parameter gemappt. So, was wir jetzt machen wollen, ist eigentlich ungefähr dasselbe, was wir auch bei dem GET-Request gemacht haben. Das heißt, ich kopiere mal den Source-Code, dann müssen Sie eben nicht so lange beim Tippen zuschauen. Ich will eine Datenbankanfrage machen. Natürlich will ich jetzt, wenn ich den finde, etwas anders reagieren. Das heißt, ich mache eine Datenbankanfrage unter der ID, wenn ich, und dann kriege ich ein Optional zurück. Also entweder ist das P gefüllt oder es ist eben nicht gefüllt. Und wenn ich es nicht gefunden habe, dann gebe ich hier Not Found zurück. Wenn ich es gefunden habe, würde ich natürlich Folgendes tun. Ich will das löschen aus der Datenbank. Dann sage ich hier also Project Repo.delete. Dem gebe ich dann das gefundene P. Get natürlich, weil das P ist ja das Optional und das Projekt selber ist da drin. Und wenn er das sozusagen gelöscht hat, dann geben wir einen No Content zurück. Schauen wir mal, ob er das anbietet. No Content, perfekt. Punkt Bild. So, das heißt, jetzt haben wir schon den Delete-Request komplett implementiert. Das heißt, der müsste jetzt eigentlich die Projekte, die ich mir übergebe, mit der ID löschen können. Und jetzt machen wir mal nach ähnlichem Muster. Auch da müssen wir jetzt suchen und dann, wenn wir gefunden haben, was tun, mache ich den Put-Request. Könnte auch Patch-Request machen. Jetzt machen wir mal einen Put-Request. Auch da brauchen wir wieder die ID, weil beim Put-Request wollen wir einen vorhandenen Datensatz ändern. Das nehmen wir mal Update-Projekt. Da soll, geben wir vielleicht das geänderte Projekt zurück. Project, schadet nicht. Und was wir jetzt aber brauchen, ist, jetzt müssen wir natürlich den geänderten Datensatz vom Client kriegen. Ich mache jetzt hier so ein bisschen einen leicht strafbaren Fehler, den habe ich schon beim Post-Request gemacht, nämlich, dass ich dieselbe, sag mal, Java-Klasse als Parameter verwende wie für die Persistenz. Das müssen wir irgendwann noch mal ersetzen, dadurch, dass wir sozusagen dem Client andere Datenstrukturen, andere Klassen zeigen, wie wir in unserem Anwendungskern zum Persistieren verwenden. Aber jetzt machen wir mal sozusagen den gleichen Datentyp. Ich sage hier Project, kriege ich hier übergeben.
to update. Also das ist das, was der Client mir sozusagen übergibt. Und jetzt muss ich an die Daten rankommen. Das ist ähnlich wie beim Post-Request. Da kann ich hier nämlich sagen Request Body. So, das heißt, also im Body vom Request kriege ich jetzt hier ein, in dem Fall, wenn ich nichts mache, einen JSON-String übergeben, wo das Projekt genannt wird. So, das heißt, dann sucht er unter der ID, die ich jetzt hier in der URL spezifiziert habe, ein Projekt aus dem Repository raus. Und wenn er das gefunden hat, dann wollen wir was tun. Wenn er nichts gefunden hat, kriege ich wieder ein Not Found zurück. Ne? Also klassische Reaktion wie schon bei Get und Delete. So, jetzt habe ich also zwei Objekte, nämlich einmal das aus der Datenbank und einmal das, was der Client mir geschickt hat. Und jetzt mache ich stumpfes Datenkopieren von dem einen zum anderen. Dann sage ich also hier p.get. P ist ja das optional, set Name. Und da hole ich mir den Namen aus dem Update. Ich habe jetzt Glück, dass der nur relativ wenig Attribute hat, sonst wäre das hier wesentlich mehr. Und das save ich dann in der Datenbank. Save p.get. So, und damit habe ich jetzt schon meinen Post-Request implementiert. Der soll natürlich keinen No-Content zurückgeben, sondern irgendwie einen vernünftigen Rückgabewert. Da könnte man jetzt sagen, naja, es war alles okay, also geben wir einfach okay zurück. Und dem geben wir vielleicht noch das p.get im Parameter, im Rumpf mit, dass der Client auch wirklich das abgedatete Objekt dann bei sich hat. So, das war's jetzt. Jetzt haben wir einen kompletten RESTful Web Service implementiert und wir haben jetzt wirklich für die Ressource Projekt jetzt eigentlich alles gemacht, was wir machen konnten. Und jetzt testen wir das ganze Stück. Das heißt, ich starte meinen Server und mit etwas Glück können wir jetzt im Postman einen vollständigen Test durchführen. Und jetzt starten wir mal, jetzt versuchen wir mal Methode für Methode zu auszuprobieren. Ich gucke jetzt mal nach der URL Projects. Das heißt, wenn wir den mal starten, dann haben wir hier Bad Request. Vielleicht stört ihn der. Ich habe hier einen Fehler gemacht, aber das ist ja ganz gut, dass unser Server reagiert. Er sagt hier Bad Request mit dem Status Code 400. Also ich habe irgendwas falsch gemacht und zwar auf Client-Seite erkenne ich hier ganz gut. Und ich habe es hier zu spät erkannt, dass ich natürlich auf Projects einen Get-Request machen muss, damit der gescheit arbeitet. Und jetzt hat er auch vernünftig reagiert. Jetzt habe ich hier einen Status Code 200 zurück und eine leere Liste. Ich habe hier noch kein Projekt angelegt. Und wenn ich ein einzelnes Projekt suche, meinetwegen das Projekt 6 oder sowas, suche das, kommt hier ein Not Found zurück. Also das sind die Sachen, die ich bereits programmiert hatte. Das funktioniert. Jetzt fangen wir an, mein Projekt anzulegen. Ich mache also einen Post-Request und darf ich jetzt hier keine Nummer mehr angeben, weil der Post-Request geht ja auf die UI. Ich sage jetzt hier im Body, schicke ich dann hier meinen Datensatz mit. Ich lege jetzt hier mal ein Projekt an, Name ist ja der Attributwert von meinem Projekt, Nachtschicht. Und das müsste schon reichen. Sie sehen hier, created, hat er geschickt. Schauen wir im Header nochmal nach und hier sehen wir auch die neue Location Projects 1 als Test. Jetzt sehen Sie, hier ist die Nachtschicht auch korrekt zurückgekommen. Muss ein bisschen aufpassen, was man hier tippt. So, jetzt machen wir doch wieder einen Post-Request. Wir legen vielleicht noch so zwei, drei andere Datensätze an, damit wir auch was zum Löschen haben. Also machen wir hier nochmal, legen wir hier nochmal die, vielleicht noch eine Tagschicht an. Tagschicht. Jetzt haben wir hier wieder created, dann machen wir vielleicht noch ein Projekt Notbetreuung. Die Leute, die von Ihnen Kinder haben, werden jetzt wissen, was ich meine, die Notbetreuung. Und vielleicht können wir noch ein Homeoffice Projekt anlegen. So. Das heißt, jetzt haben wir insgesamt vier Projekte angelegt. Das heißt, jetzt müsste unser Get-Request auf Projects, der Get-Request auf Projects, auch die Liste zurückliefern. Machen wir hier mal ein Send und Sie sehen hier tatsächlich auch eine Liste unten. Nachtschicht, Tagschicht, Notbetreuung und so weiter. So, jetzt habe ich ja behauptet, ich habe auch Löschen implementiert. Das heißt, jetzt versuchen wir mal einen Delete-Request zu machen. Ich sage jetzt hier Delete und lösche mal das, was könnte man mal löschen? Löschen wir mal die Notbetreuung. Das hat sie verdient. Also jetzt wird die Notbetreuung gelöscht
Und mit unserem GET-Request. Jetzt schauen wir mal, wie er reagiert. Jetzt hat auch das arbeitet wieder korrekt. Ich kriege hier No Content, der Body ist leer und das Projekt ist gelöscht. Denn wenn ich jetzt hier auf das Dreier wieder einen GET-Request mache, kriege ich hier ein 404 Found. Scheint zu funktionieren. Jetzt ändern wir vielleicht nochmal ein Projekt. Wir könnten, sagen wir mal, das Projekt 1 ändern. Und da brauchen wir jetzt also ein Put-Request. Wir brauchen also jetzt hier den URL-Parameter. Und ich sage jetzt hier Name gleich Tralala. Das war das Tralala-Projekt-ID. Gibt es hier mal die ID noch, spaßeshalber mit. 1, 2, 3, 4, 5. Nur, dass Sie sehen, dass er das dann auch verwirft. Jetzt machen wir den Put-Request auf das erste Projekt. Den Blödsinn zusammengestückert habe, das ist natürlich kein JSON-String. ID Doppelpunkt 2345, Komma. So, das ist jetzt haben wir es korrekt als JSON. Schicken wir das hin. Jetzt hat er auch das Ding korrekt geändert. Also das Projekt ID heißt 1 heißt jetzt Tralala. Wenn wir jetzt hier wieder einen GET-Request auf alle Projekte machen, können Sie sich auch davon überzeugen, dass er das in der Datenbank geändert hat. Sie sehen jetzt hier unten, Projekt 1 heißt Tralala, Projekt 2 heißt Tagschicht und Projekt 4 heißt Homeoffice 3, habe ich ja gerade gelöscht. So, damit sind wir durch. Damit ist der gesamte RESTful Web Service implementiert. Jetzt können Sie Projekte anlegen, ändern und löschen und sich die Liste aller Projekte anzeigen lassen. So, im nächsten Video zeige ich Ihnen noch, wie Sie jetzt die API-Dokumentation dazu machen und dazu werden wir eine kurze Einführung in Swagger haben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit bis hierher.